Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Video hier auf meinem Kanal. Ich reagiere heute wieder auf ein Video und zwar auf Gadgets, die den Alltag erleichtern sollen, und ich schnack nicht lang rum und fang an. Okay, was ist das? Untersetzer mit Rollen für Möbel, um die zur Seite zu schieben. Für so ein großes Bett, wie ich es in meinem Schlafzimmer habe, auf jeden Fall sehr praktisch. Und für so einen schweren Schrank, wo unten noch so ein, ich sag mal so ein paar Millimeter zu einem Zentimeter Hohlraum ist, weil der auf beiden steht, sehr praktisch auf jeden Fall. Was ist das? Ah, das sieht schmerzhaft aus. Okay, ganz kurze Frage. Man sieht es, dass sie aus der Wohnung rauskommt. Wer hat seine Schuhe draußen? Kein Mensch. Also nie und nimmer so. Es gibt Hausflure, wo draußen ein Schuhregal oder ein Schuhschrank steht. Okay. Ja. Aber hier sieht man es ja, die kommt direkt raus auf die Straße. Das heißt, wenn es regnet, werden die Schuhe nass. Wer macht das? Ich nicht. Ich würde meine Schuhe mit reinnehmen wollen. Ich würde das Teil vielleicht von drinnen an die Tür machen, dass die Schuhe dann weiterhin im Trocknen sind. Drinnen auch sicher. Weil wenn das draußen an der Straße ist, kann auch jeder vorbeikommen und die Schuhe klauen. Also, nee. Das muss nicht sein. Ich kann mich auch täuschen und die ist in einem Wohnblock. Kann auch gut sein. Und was ist das? Lol, ist das eine Wasch... Lol, damit kann man Wäsche waschen und Geschirr spülen. Das ist auf jeden Fall richtig, richtig gut für Single-Haushalte. Also jetzt für Singles, die eine kleine Wohnung haben. Eine Wohnung, die Küche, also ein Wohnzimmer haben. Du kommst halt von der Wohnungstür direkt ins Wohnzimmer. Hast in der einen Ecke eine Kochnische. In der anderen Ecke hast du eine Tür zum Badezimmer und das war's. Die vielleicht ein Bad haben, wo keine Waschmaschine reinpasst, wäre das eigentlich ideal für das Spülbecken in der Küche, dass man da einfach mal ganz schnell seine dreckigen Socken machen kann oder so. Ja, ich habe eine Waschmaschine, die funktioniert, das reicht mir. So, was ist denn das? Okay. Zum Platzspannen im Kleiderschrank. Ja. Und das ist ein Verlängerungskabel, das man an die Wand kleben kann. Okay. Ein Ventilator an der Mütze. Gut. Wer es braucht? Ich brauch's nicht. Okay, zum... Ja, Zähne sauber machen, okay. Ist das ein Sichtschutz oder ein Sonnenschutz? Wer weiß. Okay, Stöpselersatz, der Haare und Schmutz auffängt. Können wir ja aus einem anderen Video, nur in einer anderen Form. Ein Duschhalter. Okay, brauche ich nicht. Ich habe eine Duschstange. Da hängt die dran, da kann ich das auch variieren, wie ich möchte. Und das ist... interessant. Ich weiß jetzt nicht, was das war. Alter, ist die Decke dünn geworden. Das ist interessant. So, und was ist das? Okay, sowas hatten meine Eltern früher auch an der Spüle.
Das ist interessant. Ja, das ist wirklich interessant. Angriffe. Geil. Ich hoffe, euch hat das Video bis hierhin gefallen. Es war ein paar wirklich interessante Dinge dabei. Zum Schluss das mit diesem riesen Bottich. Man kennt es ja bei Ärzten oder in gewissen Firmen, dass man da so eine riesen Wasserflasche hat mit so einem Automaten, wo man Wasserbecher unten ranhält. Das ist ideal, so ein Haltegriff auf jeden Fall. Ja, da waren dann noch ein, zwei Sachen dabei, die mir halt gefallen haben. Die fallen mir jetzt auf die Schnelle nicht mehr ein. Ich müsste mir das Video nochmal angucken, auch wenn es nicht so lange ging. Auf jeden Fall könnt ihr mir gerne mal in die Kommentare schreiben, was euch davon gefallen hat. Und wenn euch das Video bis hierhin gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Lasst Kommentare da und ich hoffe, wir sehen uns zum nächsten Video. Bis dann, bleibt entspannt, genießt den Tag und bye bye.